Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu MechRunner Dark Pulse. So, wir waren hier wieder bei einem Level angekommen, wo ich mal wieder das letzte Mal überhaupt keine große Ahnung hatte, wo wir diese komischen Automatikgeschütze haben, die teilweise was machen müssen und so. Und so, ich war da ein bisschen auf dem Holzweg sogar, also, naja, kann man das so sagen? Eigentlich schon, ja. Denn ich kann, eins kann ich ganz leicht machen, das ist mir nicht aufgefallen, dass ich die Kugel hier oben mit diesen Dingern hier abschießen kann. Und ich vergesse immer, dass man in dem Spiel nicht rennen kann. Was einiges manchmal ein bisschen komplizierter macht, ne? Man kann dann auch nicht mal zum Beispiel schnell ausweichen, wenn diese komischen Kanonen auf einen schießen. Wir können nämlich das hier auf dieses Magnetkatapult setzen und den Würfel magnetisieren und schon haben wir das erste Ding gelöst und schon geht hier eine Scheibe runter. Ja, darauf bin ich das letzte Mal überhaupt nicht gekommen. Ich habe wieder so probiert, da, dass wir dann nach oben im Würfel hier hochkommen und so. Aber das, was halt ja noch nicht geht, weil hier die Scheibe ist und die, jetzt sehe ich es auch, dass hier Schienen sind, also dass man das hier nach rüberfahren kann wahrscheinlich. Des Weiteren können wir vielleicht hier den hier zerstören. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, wenn wir den Würfel auf das andere Katapult hier setzen. Hier drauf. Was war das denn für ein komisches... War der den hingeschleudert? Ne, ah, Moment mal. Der wurde abgelenkt, glaube ich, von dem her. Ja, weil das hatte ja Magneteinfluss. Nochmal testen hier. So, noch einmal. Ja, nee, das haut sich nach oben so arg, ja. Ich mache mal sicherheitshalber wieder hier den Magnet aus, damit wir da nicht irgendwie eine Beeinflussung hat, ne? Das hat sich ja mal schnell. So, hier kann man mit dem Würfel die Box aufziehen. Das kann man aber auch anders da. Also, das habe ich ja schon geschafft. Aber wahrscheinlich werden wir den Würfel so oder so brauchen. Dann können wir jetzt hier, wo das runtergefahren ist, das Glas, den Würfel so einsetzen. Habe ich ja versucht, das letzte Mal da reinzuwerfen. Und jetzt ist die Frage, jetzt können wir natürlich die Kanone hoch oder runter fahren lassen hier. Was bringt uns das? Was können wir damit anstellen? Ich kann mich ja nicht so irgendwie... Wenn ich mich dann so hinstelle... Nee, das wird nicht... Ja, weil ich kann mir nicht auch vorstellen, dass die Kanone hier die Kugel zerschießen könnte. Ich meine, wenn ich jetzt das Geschütz runterhole, was bringt mir das? Irgendwas mit zerstören kann. Ja, vielleicht die Glasscheibe hier, aber... Ich meine, da ist auch so eine Schiebeleiste irgendwie oder so. Ich kann ja hier nichts machen, ne? Was bringt mir das, wenn ich das Geschütz jetzt irgendwo hinfahre? Höchstens, naja, das wird aber auch nicht funktionieren. Weil wenn ich hier die Stiege hochlaufe oder hochkomme, da komme ich eigentlich ja nicht viel weiter. Ja, was bringt mir das, wenn ich das runterfahre? Da kann ich ja... Kann ich mir zwar nicht vorstellen und das bringt mir eigentlich auch wenig. Was für einen Sinn macht es? Da kann man Windy anbringen, okay. Die Frage ist, ob man noch weitere Würfel irgendwo bekommt. Oder kann.
Da ist auch noch so eine einsame Plattform. Was hat die für eine Bedeutung? Was hat die für eine Bedeutung? Kann ich hier rüberfahren lassen, wenn ich da einen Würfel einsetze? Oder irgendwie mit dem Hund ablenken oder so? Hm. Ja, aber es war jetzt erstmal hier, dass ich gedacht habe, ich habe die Lösung, aber nee. Die habe ich leider jetzt doch noch nicht so. Voila. Ich meine, wie gesagt, ich kann das hier jetzt magnetisieren, kann das Geschütz hier nach oben fahren lassen, wo mir das natürlich am liebsten ist, weil es mich dann nicht mehr erschießen kann. Aber was bringt uns das? Ansonsten kann ich es halt, wie gesagt, nur nach unten fahren lassen. So, und hier haben wir, da braucht man Würfel nicht, die Plattform, die lässt sich frei bewegen. Ja, und da bräuchten wir ja wieder den Würfel, damit man zum Beispiel das Geschütz hier irgendwo hin buxiert. Ich meine, den Würfel könnte man ja jetzt wieder rausnehmen und den woanders verwenden. Was ich auch nicht verstehe, warum man mit dem Würfel nicht springen kann. Wenn man den sozusagen da an der Hand hat, wenn man es auch so will. Ah ne, das kommt jetzt wieder runter. Okay, nee, das war dann ein Kalter sozusagen. Gut, wenn ich es runter... wenn ich es runterhole, kriege ich gleich ein Problem, ne? Oder? Ja, nee, es ist... Es tut nicht direkt auf mich schießen, aber wohl fühle ich mich bei dem Ganzen auch nicht. Das ist jetzt hier so gerichtet, aber wenn ich zu nah rangehe, dann kann sich das Geschütz auch rumdrehen, ne? Auch eine Sache hier. Ja, oder kann ich das Geschütz vom anderen Geschütz kaputt schießen lassen, aber was macht das für einen Sinn? Ich habe wirklich keinen Plan. Wenn ich jetzt wahrscheinlich hier vorlaufe, dann komme ich in den Geschützbereich. Dann schießt mich das Ding an. Ansonsten kann ich mit diesen Schleudern noch irgendwas anstellen. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Also ich kann das nach oben, aber das bringt erst dann was, wenn hier das Glas weg ist. Die Frage ist, wie kriege ich das Glas weg? Kann man nichts dran heften. Ja, und was bringt das, wenn ich das Katapult sage ich schon, wenn ich das Geschütz hier wegfahre? Jetzt sind wir eh in der Gefahr, jetzt können wir hier eh nicht. Wenn ich da versuche vielleicht mal, wenn ich da hinten mal einen Hund anbringe. Ah, das wird aber sich nicht anziehen, nee, das ist, hat viel zu wenig Kraft. Gut, oder wir müssen das mit dem Würfel machen. Dachte ich mal wieder tschüss, Geschütz. Dass ich das Geschütz mal ganz nach hinten wegfahren lasse. Aber irgendwie müssen wir die ja wahrscheinlich auch nutzen, zum irgendwas zerschießen oder sonst so wie. Allerdings ist es schwierig, wie gesagt. So, machen wir mal den Würfel hier rein. Jetzt wird es abgeschoben hier, oder? Ne, ich weiß gar nicht. Ich habe die Plattform hier gefärbt. Hat die jetzt hier angezogen? Was soll denn der Schmarrn? Weg mit dir. Ich glaube, der Hund ist rot, ne? Dann sollte... Oh, da ist das der falsche Hund hier. Kann mal wegkriegen hier. So, grün. Das hier noch stärker machen. Ist das jetzt... Wie ist denn das jetzt hier?
Da habe ich die Plattform noch gar nicht eingefärbt. Doch, ich habe sie rot gefärbt. Das angezogen. Ja, nee, du sollst weg. Aber warum geht die nicht weiter weg? Haben wir hier noch ein Magnetfeld irgendwo? Gut, hier haben wir noch ein grünes Magnetfeld. Das stößt ja eigentlich aus rot ab, wenn ich das mal rot mache hier. So, wir machen es mal ganz aus. So, grün lässt es herfahren. Ist plausibel, ja. Aber kriege ich das auch ganz rüber an die Wand? Nee. Komischerweise geht es nicht weiter weg. Ah, weil das Magnetfeld, die Säule, die reicht dann bis weiter hinter, ne? Ja. Und da kriege ich jetzt das nicht weiter hintergezogen. Der Hund, der zieht es nicht stark genug an. Nee. Kann es nur in Richtung, in die andere Richtung ziehen lassen. Also wenn ich das grün mache. Problem ist halt allerdings, wenn ich jetzt möchte, dass das Geschütz hier wegbleibt. Dass das nicht funktionieren wird. Ja, zumindest komme ich jetzt auch nicht mal an den Würfel dran. Ich könnte höchstens mit. Ja, nee, da komme ich auch nicht dran. Kann ich das irgendwie. Ja, der Hund stößt die Plattform gar nicht ab. Merkwürdig. So, jetzt wird wahrscheinlich gleich das Ding. Ne, es dreht sich nicht rum. Kann ich das irgendwie. Kann das nicht? Okay. Warum stößt der Hund die Plattform nicht ab? Gut, wenn ich jetzt. Na, wenn ich zu nah rangehe, wahrscheinlich, dann schießt das Ding auf mich. Oder? Ja! Ja doch, das dreht sich dann rum, das Ding. Nee. Dann lassen wir das mal lieber. So, gut, jetzt haben wir das geschützt. Das ist halt da drauf gerichtet, ne? Warte mal, kann ich den Würfel. Jetzt fährt der halt wieder zurück, ne? Warte mal, andere Idee. Andere Idee. Dass ich die Plattform da wegbekomme. So, was habe ich da jetzt grün, ne? Ja, Quatsch, ich muss ja grün machen. Wenn ich die Plattform jetzt hier. Jetzt der Hund wieder an, ne? Ah, warte mal, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn ich den Hund mal hier hin tue, sollte er mir doch die Plattform hier weghalten, oder? Oder anhalten. Ja. Ups. Geht ja automatisch. Wenn ich es jetzt schaffe, dass die Plattform dann in den Weg geht, wenn ich den Würfel wegnehme, dann wäre das doch ein Gewinn, oder? Das könnte dann. Wobei, die wird jetzt dann auch angezogen von der Plattform. Das ist vielleicht gar nicht so. Tollste Idee. Kann man die Plattform weiter hier drüben halten?
Na gut, der Einfluss wird da sein, aber es muss ja eigentlich nur aufgehalten werden dann, dass das mich da nicht abschießt. So, komm. Na nee, das ist wegschieben. Ich weiß nicht, was da oben ist, ob das dann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da der Ausgang ist. Vielleicht geht's hier mal in Deckung. Dass mich das Geschütz hier nicht abballert. Ach, das wird jetzt. Ja, das war mir klar, dass es jetzt angezogen wird. So, jetzt wird es erfolgreich blockiert. Das wird auch ich blockiert, aber ich kann ja jederzeit hier runterspringen. Wenn ich jetzt hergehe, den Würfel mir wieder noch neu hole. Dann könnte ich doch ist die Kanone hier. Fallschirm. So. Wenn ich doch die Kanone jetzt hier. Ja, entweder hochfahren lassen oder runterfahren lassen. Na verdammt, jetzt habe ich den Hund weggemacht. Naja, das. Das ist überhaupt kein Problem, aber der müsste jetzt hier weg. So, jetzt dürfte mich überhaupt kein Geschütz hier behagen. Ich kann mich hier oben mal ein bisschen umschauen. Ich meine, da ist das hier. Das ist wie ein Haken, das Ding. Hier ist noch eine Plattform. Jetzt muss ich auch wieder das Geschütz hier. Na, ah, verdammt. Wieder mal nicht drauf geachtet. Das hat es wieder abgezählt. Aber während ich hier hochfahre, könnte ich doch das hier runterfahren lassen, oder? So, dann schießt es normalerweise nicht auf mich. Weil ich hier hinten geschützt bin. Darf ich nur nicht wieder runterdüsen. Und hier, es hat aber keinen Aktivator, ne? Nee, hat's nicht. Aber da kann ich mich dann mit dem Hund hochziehen. Das kann nicht sein. Ah, das muss natürlich so. Die Farbe sein. Komm. Na komm, Newton. Zieh mich hoch, zieh mich hoch. Ah, da ist noch ein Würfel. Okay. Und hier steht wieder. Language of the Deep Ones. Did you say something, Dax? Nothing. Just a memory. Ja, die Sprache von irgendjemand. Das ist, wie gesagt, für mich wirkt das alles ein bisschen wie nach Dead Space. Auch so komische Schrift, ja. So, der Würfel hier, okay, den kann man jetzt nicht immer wiederholen hier. Hier oben ist sonst nichts mehr Vernünftiges, ne? Okay. Dann können wir ja eigentlich wieder normalerweise. Ah! Was, die kann jetzt mich auch da oben abschießen, echt jetzt? Das wusste ich gar nicht, dass die mich hier sieht. Den Würfel können wir mal runterfallen lassen. So. Kann doch aber runterspringen. Ja, die Kanone kann mich tatsächlich hier, wenn ich über ihr bin, anvisieren. So, jetzt darf ich die mal wieder hochfahren. Währenddessen warte ich mal da, bis er wieder weg ist. Bitch, bitch, blöde Kanone, du kriegst mich nicht. So, jetzt können wir doch vielleicht da eine doppelte Dings machen hier. Also den Würfel können wir uns jetzt nämlich ja nehmen. Da können wir uns ein doppelt so starkes Katapult machen, oder? Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ah ja, doch. Ah, und das deaktiviert gleich das da, damit man das hier hoch abwerfen kann. Sehr schön, was ist passiert?
Nur das Ding ist eingefahren, okay, weil das so komisch gemacht hat. Und jetzt machen wir das folgende wieder. Mit dem Katapult. Ja, nee, Moment, warte mal. Wenn ich das jetzt rot mache, zieht es das an, ne? Naja, gut, wir machen die mal alle rot hier jetzt. Haben wir das Sammelmagnetfeld und jetzt reicht es schon, wenn ich den einen Würfel. Das macht überhaupt nichts, okay. Jetzt habe ich einen Stampfer, okay. Ui, 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 wo ist denn jetzt? Was macht der Würfel hier? Ja, das war nicht so mein Plan, nee. Nee, ich möchte eigentlich, wenn ich den einen Würfel auch rot mache. Ja, genau so wollte ich es haben. Dass wir ein starkes Katapult haben. So, der hat sich jetzt auch eingefahren. Ja, jetzt ist die Frage, was ist jetzt dann hier endgültig passiert? Das hier ist noch nicht freigegeben, die Dings hier. Aber wir haben jetzt keine von diesen komischen Kugeln mehr, ne? Ja, nee, dann scheint das mit den Geschützen hier ja nicht so wichtig zu sein. Hier oben war ja sonst nichts, da war nur der Würfel. Dann wird man jetzt die Würfel einfach nur dazu brauchen, um eigentlich... Bei mir werden sie nicht unbedingt brauchen dafür, aber... Um den Würfel hier aufzumachen. Ich sammle mal hier, das kann ich nicht auch machen, indem ich den Hund hinsetze. Das so aufziehe. Dann, ja, seht ihr, das geht auch schon sonst so. Dann kann ich mir da die Würfel mitnehmen, wenn ich sie denn bräuchte. Allerdings. Gut, hier müssen wir irgendwas mit dem Spiegel machen. Also da ist die Tür, wo wir hin müssen. Nur die Plattform hier ist nicht freigegeben. Wird die Plattform freigegeben? Das ist die Frage. Ah ja, das ist jetzt nämlich auch offen hier, aber wir können mal probieren, ob wir die Würfel hier einsetzen müssen, dass es auch als Schalter irgendwie wirkt oder so. Dann mal hier. Wie sehr würde ich jetzt gerne rennen? Ich drücke immer die ganze Zeit auf Shift, aber da tut sich ja nichts. So. Hat das jetzt irgendwas bewirkt? Nee. Das hat uns jetzt nichts bewirkt. Wir können jetzt nur die Würfel magnetisieren. Ja, Moment, bei grün und grün, ah, zieht die sich an. Oder muss das jetzt hier da hinten reingedrückt werden? Nee, das geht gar nicht so weit. Gut, die können wir mal ausschalten, weil die ja Interferenzmagnetfelder bilden hier. Ja gut, und da. Das wird uns noch nichts bringen, denke ich mal. Ich könnte das jetzt wegfahren oder wegdrücken, aber was bringt mir das? Ich muss ja an die Platte rankommen. Und
da. Das bringt mir, glaube ich, auch nichts, wenn ich jetzt hier noch. Das kann sich ja nicht bewegen, ne? Ja. Was macht es hier uns für einen Sinn? Ja, nicht weit weg hier, das ist klar. Das zieht sich jetzt zu hier, okay. Es sieht halt aus, wie als müsste da ein Würfel hin. Jeweils, aber sicher bin ich mir halt nicht, ne? Ja. Gut, Leute, also ich habe jetzt gerade noch keinen Plan, wie das gehen sollte hier, ob ich da irgendwas versehen habe. Gut, hier können wir runter, zwar auf diese, aber ich glaube, auf die Schräge können wir nicht springen. Hier ist halt nichts, ne? Ja, ich mache jetzt einfach mal einen Cut hier und versuche mal das Rätsel zu lösen. Ich sage das mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, Kommentar da lassen, natürlich auch Abos. Würde mich riesig freuen drüber. Ich sag ciao, bis dann, euer Lego.